Jedes Jahr entscheiden sich tausende Studierende weltweit dazu, ein Auslandssemester zu absolvieren. Auch Trier ist ein attraktives Ziel, zum Beispiel im Erasmus-Programm. Damit ist auch Fiorenza nach Trier gekommen. Sie ist 21 und kommt aus Frankreich. Die Entscheidung, einen Auslandsaufenthalt zu machen, traf sie nicht ohne Grund. Ich habe einen Auslandsaufenthalt mit Erasmus gemacht und bin hier hingekommen, weil ich Sprachen studiere und meine Sprachkenntnisse vertiefen wollte. Nächstes Jahr bin ich mit meinem Studium fertig, weil ich im dritten Jahr bin. Ich wollte mein Studium schön beenden, so wie es auch sein sollte. Und daher habe ich ein Jahr im Ausland, also hier in Trier, studiert. Janina Kröner arbeitet seit 7 Jahren im International Office der Uni Trier. Sie kümmert sich um die Incomings, also Austauschstudierende, die nach Trier kommen, und weiß genau, wie so ein Austausch abläuft. Die Fristen, um ins Ausland zu gehen, wenn Sie jetzt studieren wollen oder für einen längeren Aufenthalt, sind meistens ein Jahr vorher. Das heißt, ein Jahr vorher müssen Sie sich schon bewerben. Sprich, da müssen Sie schon vor ein Jahr vorher quasi wissen, was möchte ich dann machen, wo möchte ich hin. Sie finden ganz viele Informationen auf unserer Homepage. Es gibt eine persönliche Beratung, wo man hingehen möchte. Und dann je nach Programm, also zum Beispiel, ob Sie einen Studienaufenthalt machen möchten, ob Sie in Europa bleiben oder zum Beispiel in die USA wollen oder nach Japan, ob Sie ein Praktikum machen wollen oder zum Beispiel unterrichten im Ausland. Je nachdem sind dann auch die Bewerbungsabläufe ein bisschen anders. Auch die 21-jährige Lina ist Französin und studiert für ein ganzes Jahr an der Universität Trier. Trotz des organisatorischen Aufwands von einem Auslandsaufenthalt hat Lina die Gelegenheit genutzt, um Erfahrungen zu sammeln und Deutschland zu entdecken. Erasmus ist wirklich ein unglaublich tolles Programm. Trotz der Bürokratie, die wirklich nicht lustig ist, hat es sich sehr gelohnt zu kommen. Auch Trier ist eine wunderschöne Stadt, also wenn ihr zögert mitzumachen, zögert nicht mehr. Den Austauschstudenten wird in Trier von den Verantwortlichen der Universität eine ganze Palette an Aktivitäten angeboten, wie zum Beispiel Exkursionen, Wanderungen und auch Grillabende. Mir geht es immer darum, dass die Leute irgendwie was miteinander unternehmen können, sich kennenlernen. Ich lerne ja auch unfassbar viele Leute kennen dadurch, also es ist nicht ganz uneigennützig insofern, aber es ist einfach geil. Vor allem, wenn Dozierende auch noch mitkommen, ne? Und wir haben jetzt auch viele Dozierende heute hier, das ist einfach schön. Japanologie-Professor Saladin bestärkt ebenfalls Studenten, den Schritt zu wagen und somit Berufschancen zu steigern. Ich bin fest davon überzeugt, dass jedes Auslandsstudium Berufschancen stark erhöht. Eins und allein aufgrund der Tatsache schon, dass die Erfahrungen, die man im Ausland macht, eine Horizonterweiterung sind, wie man sie sonst nicht erfahren kann. Möglichkeiten, Qualifikationen zu erwerben, insbesondere die sogenannten Soft Skills, sind bei einem solchen Japan- oder Auslandaufenthalt natürlich gegeben. Und das ist auf jeden Fall etwas, was die Berufschancen mit Sicherheit erhöhen wird. Die kulturellen Unterschiede, mit denen man bei einem Auslandsaufenthalt konfrontiert wird, sorgen bei manchen Studenten für Bedenken. Doch Lina weiß durch ihre eigenen Erlebnisse, worauf es ankommt, wenn es darum geht, sich in einer fremden Gesellschaft zurechtzufinden. Man sollte einfach offen bleiben, weil eine Kultur auf eine andere trifft. Manchmal gibt es Unterschiede, die man nicht immer verstehen kann. Aber das ist ein Teil der Reise. Ich glaube, es ist wichtig, offen zu bleiben und die Gesellschaft so zu akzeptieren, wie sie ist. Auch Professor Saladin sieht in dem Auslandsaufenthalt eine besondere Möglichkeit, seinen Horizont zu erweitern und sich weiterzuentwickeln. Aber ich würde mal sagen, wenn man ein offener Mensch ist, der sich ehrlich interessiert und auch bereit ist, sich auf etwas anderes, etwas Neues einzulassen, dann ist es mit Sicherheit eine unfassbar bereichernde Erfahrung.